stehen an diesem Nachmittag am berühmten Circuit de Monaco und das Qualifying beginnt in Kürze. Oh, das könnte heute spannend werden, Stefan Römer. Alle Zutaten stehen jedenfalls bereit. Türkische Verhältnisse, eine sich ständig verändernde Strecke und dazu noch ein oder zwei Autos knapp hinter den Spitzenfahrern, die vielleicht, ja vielleicht an ihre guten Trainingsleistungen anknüpfen und für eine Überraschung sorgen könnten. Und die Frage ist natürlich, wie wird die Strecke in 10, 15 Minuten aussehen? Wenn du damit rechnest, dass der Regen schlimmer wird, musst du sofort raus, nachdem die Ampel grün wird, damit du wenigstens irgendwo Grip vorfindest. Wenn es aber aufklart, dann solltest du besser warten, die Reifen schonen und zum perfekten Zeitpunkt rausfahren. Was sonst noch mit diesen Bedingungen zusammenhängt? Verkehr und eingeschränkte Sicht, wenn man im Dunstkreis anderer Fahrzeuge unterwegs ist. Das wird sicher ein anhaltendes Problem sein und ich denke, wir werden heute einige frustrierte Fahrer mit ruinierten Rundenzeiten sehen. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Vettel und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen.